Mit Phase 5 der Season of Discovery sind einige Änderungen mit ins Spiel gekommen, darunter auch Klassenanpassungen. Blizzard arbeitet seit Phase 1 an der Klassenbalance. Die neuesten Änderungen erfahrt ihr jetzt hier. Beim Druiden war es immer ein Auf und Ab, aber am Ende wird alles gut und mittlerweile sind Druiden sehr gut in allen Bereichen. Eine Änderung gab es vom Druiden und zwar die Rune Traumzustand wird jetzt immer durch Sternsog ausgelöst, unabhängig davon, ob es ein Crit war oder nicht. Darüber hinaus erhöht Traumzustand jetzt auch allen vom Ziel erlittenen Arkanschaden um 20%, also nicht nur den Naturschaden, auch den Arkanschaden. Der Balanced Druide tut sich immer noch schwer in Raids beim Single-Target-Schaden. Über diesen Buff werden sich unsere Eulen auf jeden Fall freuen. Beim Jäger gibt es einige Anpassungen in Phase 5. Aktuell dominieren die Ranged-Hunter das Geschehen, nachdem die Phasen zuvor der Melee-Hunter die beste DPS-Killung war für den Jäger. Mit den aktuellen Buffs will Blizzard die Melee-Hunter wieder stärken. Wir fangen erstmal an mit einigen Runenverschiebungen in Phase 5. Meister der Tiere wird jetzt eine Brustrune und Cobra-Schlechter ist jetzt eine Handschuhrune. Die Rune Einsamer Wolf wird genervt, der Basisschaden wird von 35 auf 30% reduziert und die Rune Verbesserte Salbe erhält einen Buff. Diese Rune erhöht jetzt auch den Salbenschaden um 100%. Die Rune Drauf und Weg wird auch verbessert. Es erhöht jetzt die Bewegungsgeschwindigkeit nach Verwendung von der Raptor Strike 15 Sekunden lang um 30%. Vorher waren es 8 Sekunden lang um 15%. Flankenangriff wird wieder gebufft. Wir haben schon einen Buff gesehen von 33 auf 50%. Jetzt wird auch noch der Schaden, den ihr anschließend verursacht, um 8% erhöht pro Stapel. Zuvor waren es 5%. Der Waffenschaden von Flügel-Drachenstoß wurde auf 140% erhöht, vorher waren es 100%. Darüber hinaus wurde der Schaden über Zeiteffekt auf 80% der Angriffskraft während seiner Dauer auf Rang 3 erhöht, 64% auf Rang 2 und 48% auf Rang 1. Cobra-Schlechter, die Chance, dass Mongo-Biss von dieser Rune aktiviert wird, beträgt jetzt 10% und erhöht sich um 10% pro Fehlschlag, vorher waren es 5%. Außerdem beträgt der Bonusschaden von Mongo-Biss jetzt 45% der Angriffskraft, vorher waren es 40%. Und die Aura des Volltreffers wird auch angepasst, die verleiht dem Mega, der sie aktiviert, zusätzlich Fernangriffskraft, abhängig vom Rang. Der Magier bekommt mit Phase 5 einen neuen Rang Wasserbeschwören, und zwar Rang 8. Dies kann mit einem Fertigkeitsbuch gelernt werden, welches ihr als Allianzspieler in Winterspring bekommt und als Swordespieler in Azshara. Das Beschwören von Mana-Edelsteinen in der Season of Discovery kostet jetzt kein Mana mehr. Bei der Rune Massenregeneration und Regeneration werden die Mana-Kosten um ganze 35% reduziert. Die Rune Qualfeuerblitz, welche aktuell sehr beliebt ist, verringert jetzt die Willenskraft um 20%. Vorher waren es 10% mit jedem Stapel und führt zum Tod des Magiers, wenn sie 5 Stapel erreicht haben. Vorher waren es 10. Außerdem erhöht sie jetzt den Schaden von Qualfeuerblitz um 20% pro Stapel. Vorher waren es 10%. Der Paladin feiert ein Comeback, besser gesagt die Rune Horde of Lordaeron. Dies ist jetzt schon länger bekannt. Als Ausgleich für die Totems der Horde ist hier Blizzard eingeknickt und hat den Allianzspielern das Zorn von Lordaeron zurückgebracht. Die Rune Schockierende Ehrfurcht wird gebufft. Es gewährt jetzt 200% der Intelligenz des Paladins als Zauberschaden, nachdem Heiliger Schock gewirkt wurde. Vorher waren es 100%. Auf der anderen Seite dafür ein Nerf der Rune Flamme des Glaubens. Es überträgt jetzt 75% der bewirkten Heilung. Vorher waren es 100%. Schattenpriester hatten im DPS-Bereich ein Schattendasein in Season of Discovery. Im reinen Single-Target-Schaden hatten sie in jeder Phase Schwierigkeiten, aber das könnte sich jetzt vielleicht ändern. Die Rune Verzweiflung erhöht jetzt auch den kritischen Trefferschaden aller Priesterzauber auf 200%. Zuvor erhöhte es nur den kritischen Trefferschaden periodischer Zauber. In Phase 4 sind Schurken zu sehr starken Tanks geworden, was zur Folge hatte, dass die Rune nur eine Fleischwunde genervt wurde. Der Schaden wurde um 20% reduziert. Jetzt wurde die Rune nochmal abgeändert. Der Agro-Bonus wurde erhöht auf 165%. Zuvor waren es 111%. Der Rogue tut's wieder. Er bufft alle Castle-Klassen. Okkultes Gift erhöht jetzt den verursachten Arkan, Feuer, Frost, Natur und Schattenschaden. Vorher war es Magieschaden um 4% pro Stapel anstatt 2%. Haben wir gerne gemacht, liebe Castle-Klassen. Hinterhältige Mord. Hier haben wir bereits vor ein paar Tagen den
Nerf gesehen, erhöht jetzt den Schaden von Meucheln und Hinterhalt für Nichtspieler um 50%, vorher waren es 60%. Aber der wohl größte Nerf betrifft die Rune Massaker, erhöht jetzt den Schaden, den Schurken Ziel mit ihren Blutungseffekten zufügen um 8%, vorher waren es 20%. Beim anderen haben wir auch einige Änderungen bekommen, die Rune Kraftwoge wurde leicht überarbeitet, der periodische Schaden von Flammenschock kann die nächste Kettenheilung des Schamanen nicht mehr sofort auslösen und die periodische Heilung von Springflut kann die Abklingzeit von Lavaeruption und Kettenblitz nicht mehr zurücksetzen und diese Zauber nicht mehr sofort auslösen. Die Rune Überladen hat jetzt eine Proc-Chance von 60%, zuvor waren es 50%. Die Zweihand-Meisterschaftsrune des Schamanen erhöht jetzt die Angriffskraft um 15%, vorher waren es 10%. Und die Rune Geistige Gewandtheit erhöht jetzt die Angriffskraft um 100% der Intelligenz und den Zauberschaden um 35% der Angriffskraft. Vorher waren es 65% und 20% und die Rune kann nicht mehr mit Lavapeitsche aktiviert werden. Heilerschamanen kommen aber auch nicht zu kurz und erhalten Buffs. Der Heileffekt über Zeit der Springflutrune wird nicht mehr durch Kettenheilung verbraucht und die Flutwellenrune wird jetzt auch auf Kettenheilung angewendet, wodurch ihre Zauberzeit um 15% reduziert wird. Der Tank Hexmeister hat vor ein paar Wochen einen Nerf erhalten, der DPS Hexer dafür einige Verbesserungen. Mit dem neuen Patch kamen nur ein paar kleine Anpassungen. Dämonische Anmut, die Bohne dieser Fähigkeit für Ausweichchance und kritische Trefferchance wurde auf 20% reduziert, vorher waren es 30%. Mal ist Chaos, erhöht jetzt den verursachten Arkan, Feuer, Frost, Natur und Schattenschaden. Vorher war es der gesamte Magieschaden. Als letztes steht der Krieger auf der Liste in allen Bereichen und Phasen. War der Krieger immer gerne gesehen in Raids. Dies wurde verstärkt jetzt durch den World Buff, den sie erhalten haben, letzte Phase. Die Rune Rasanter Schlag wird gebufft. Der Prozentsatz der Angriffskraft, der durch diese Fähigkeit als Schaden verursacht wird, wurde von 25 auf 35 erhöht. Vorher waren es 10 bis 20%. Der von der Rune Verwüsten verursachte Schaden erzeugt jetzt eine um 50% erhöhte Bedrohung, während sich der Krieger in der Verteidigungshaltung befindet, gilt nicht in der Gladiatorhaltung. Die Rune Frischfleisch wird jetzt auch durch tödlicher Stoß und Schildschlag ausgelöst und die Rune Toben wird nicht mehr durch die globale Abklingzeit ausgelöst oder begrenzt. Rache verursacht jetzt zusätzlich Schaden in Höhe von 15% der Angriffskraft des Kriegers.